schwarze Auge. Satinas Ketten. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Das schwarze Auge, Satinas Ketten. Ja, wir haben ja gestern uns darum gekümmert, dass die Krähen aus den Gemächern des Königs verschwinden. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit dieser Aufgabe. Doch unser Ziehvater, Quenlin, will uns noch nicht helfen, eine bessere Methode herauszufinden. Deswegen müssen wir zuerst noch eine Aufgabe für ihn erfüllen. Wir müssen eine Fee fangen. Und ich würde sagen, wir brechen auch gleich auf und versuchen, die Fee zu fangen. Die soll irgendwie bei so einem Wasserfall sein. Und ich weiß nicht, ob wir irgendwas noch mitnehmen müssen. Irgendwie noch Proviant oder so. Ich glaube, es gibt nicht so viel. Lass uns mal rausgehen. Und auf zum Spaziergang. Oh, beinahe hätte ich den Käfig vergessen. Ach ja, stimmt. Den Käfig brauchen wir natürlich. Wenn wir was fangen wollen, brauchen wir den Käfig. So, wir gehen nochmal nach oben. Und da steht der Käfig. Es scheint auch repariert zu sein. Ist der Käfig repariert? Ja, und pass in Zukunft darauf auf. Gut, können wir denn hier in dem Glaskolben noch irgendwas mitnehmen? Ach, das war ja der, den wir nicht anfassen dürfen. Du sollst die Finger davon lassen. Zerbrichst es nur wieder. Gut, was haben wir denn jetzt alles dabei? Wir haben jetzt den Käfig dabei, wir haben eine Haselnussniete dabei, wir haben eine Flöte, wir haben den Gehstock. Ja, es ist natürlich jetzt die Frage, ob wir irgendwas noch hätten mitnehmen müssen. Ich glaube, wir haben eigentlich alles abgesucht. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal und gehen in den Wald. Übrigens, unsere Freunde sind hier weg. Wahrscheinlich geben die jetzt ihre Eichenblätter ab. Na gut, wir starten einfach mal ins Abenteuer. Irgendwie, es fehlt hier auch die Hintergrundmusik. Ich hatte eigentlich eingestellt, dass sie da sein soll. Zwar wenigstens schon Vogelgezwitscher. Ah, und da ist auch die Musik. Also gut. Dann. Heda! Oh, das tut mir leid. Was? Nichts. Du machst das gut. Üb ruhig weiter. Ich bin gar nicht da. Du bist ganz allein im Wald und niemand ist da, um dich zu beurteilen. Auch ich nicht. Ich bin schon weg. Das muss sie sein. Halt, warte. Ah, Mist, jetzt dachte ich, hätte gerade mal Zeit, einen Schluck Kaffee zu trinken und schon kommt der nächste Dialog. Weiter anlocken oder bitte, wir sind freundlich. Bitte komm doch aus deinem Baum heraus. Komm doch raus. Wer? Na du. Wer ich? Du bist doch allein. Ich bin nicht allein, du bist hier. Und wer noch? Niemand. Aha. Wärst du ein Freund des Waldes, sie wären alle da. Die Mooskrokodile und die Haselnusshörnchen. Der Kieselkranich würde dir zu Ehren aus dem Himmel nieseln. Und die Holzfüchse ein herrliches Feuer veranstalten. Alle würden tanzen. Was? Aber da du kein Freund des Waldes bist, sind sie alle zu Hause geblieben. Das waren aber sehr merkwürdige Tiere, die sie aufgezählt hat. Ein Kieselkranich. Holzfüchse. Wäre ich ein Freund des Waldes, kämest du dann heraus? Ja, dann hätten wir etwas, worüber wir reden könnten. Ansonsten stünden wir nur schweigend herum. Und um ein Freund des Waldes zu sein, muss ich... Freunde haben. Richtig. Harzmäuse zum Beispiel. Oder Papierfinken. Und wo finde ich sowas? Wer keine Freunde hat, der muss eben welche erfinden. Was hat Gwendling mir hier bloß aufgehalst? Also wir fragen jetzt nochmal nach den Freunden des Waldes. Wie war das nochmal? Was sind das für Freunde des Waldes? Ich soll mir also einen Freund erfinden? Ein Waldfreund, ja. Er muss aus dem Wald gemacht sein. Freunde von Waldfreunden sind auch meine Freunde. Gut.
Tja, was können wir denn für Waldfreunde bauen? Ich glaube, es geht gar nicht um Tiere, sondern es geht darum, dass wir uns aus Waldutensilien einen Freund basteln. Okay, Ende. Wir gehen. Bin gleich zurück. Und was können wir denn jetzt hier so alles anklicken? Das ist eine Baumhöhle. Also es ist auf jeden Fall eine Höhle. Was können wir denn hier aussuchen? Das sieht hier aus wie ein verzauberter Stein oder so etwas. Jedenfalls kenne ich keine Steine, die so eine Wirbelstruktur haben. Da geht's irgendwo hin. Da geht's auch irgendwo hin. Oder es geht hier wahrscheinlich raus aus dem Bild. Zweige. Können wir uns hier einen Zweig ab? Nee, können wir nicht. Eine Schnecke. Okay. Was gibt's denn hier noch zu erkunden? Da bewegt sich was. Was versteckt sich da im Laub? Können wir es vielleicht hervorlocken, wenn wir auf der Flöte spielen? Hat wohl nicht gefallen. Was gibt's denn noch zu entdecken hier? Die Baumhöhle. Steine oder sowas? Kastanienzweig. Da haben wir doch schon mal ein Stöckchen. Nimm dir ruhig. Davon habe ich ganz viele. Also, wir haben jetzt einen Stock. Nee, wir haben nur die Kastanien. Wahrscheinlich sollen wir ein Kastanienmännchen bauen, aber dafür bräuchten wir noch Zahnstocher. Kleine Hölzchen oder sowas. Vielleicht können wir hier aus dem Käfig ein paar Stöckchen rausmachen. Können wir... Können wir da irgendwie mit dem Hammer vielleicht ein paar Stöckchen rausmachen? Ich werde aufpassen, dass er nicht noch einmal zerbricht. Ja, das habe ich mir gedacht, der darf nicht zerbrechen. Okay. Käfig mit Kastanien. Kein geeigneter Köder. Okay. Die Schnecke im Käfig. Endlich ein Tier, das leicht zu fangen ist. Okay, jetzt haben wir eine Schnecke im Käfig. Wahrscheinlich sollen wir hier irgendwas rauslocken, aber dann... ich habe ein bisschen Angst um die... Schnecke. Gut. Vielleicht gibt sich Gwynling auch mit einem Igel zufrieden, falls ich die Fee nicht fange. Aber jetzt ist doch die Schnecke tot. Mann. Der Igel hat die Schnecke gefressen. Das hast du davon, Stachelmännlein. Du darfst unsere Gäste nicht immer stechen. Kein Wunder, dass uns niemand mehr besucht. Ach. Au! Wir haben Igelstacheln bekommen. Das ist fast so gut wie Zahnstocher. Ich würde sagen, wir tun die Igelstacheln mal nehmen und verbinden sie mit den Kastanien zu einem Kastanien. Locke die Fee mit deinem Flötenspiel aus ihrer Höhle. Meisterhaft, Gwynling. Also gut. Das hierhin, das dahin, das dorthin. Kastanienmännchen. Okay. Können wir jetzt mit dem Kastanienmännchen vielleicht punkten bei der Frau im Baum? Hallo? Ja, das Kastanienmännchen präsentieren. So, hier. Ein Kastanienkönig. Ein König? Wirklich? Ja, er herrscht über das Reich der Kastanien und
Und er ist mein Freund. Es ist mir eine Ehre, Eure kleine Majestät. Geron hier ist mein liebster Freund des Waldes, werte Fee. Ihr dürft beide eintreten. Wer sagt's denn? Na also, der Baum hat sich geöffnet. Und ich würde vorschlagen, dann treten wir doch mal ein in das Reich der Feen. Was für ein seltsamer Ort. Puppen aus Knollen mit Blätterhüten. Aber wo ist jetzt die... Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Und das hier sind Frau Grimbald, Flinkel und Hinkel, die Rübengeister und Plapperapp. Du kannst mich aber auch Nuri nennen. Was guckst du mich so an? Bist du... verliebt? So ein Mist. Ich dachte, du wärst eine Fee. Der ganze Unsinn, alles umsonst. Natürlich bin ich eine Fee. Was soll ich sonst sein? Du bist ein Mensch, genau wie ich. Du bist viel zu groß für eine Blütenfee. Und eine menschengroße Fee... verwandelt dich gleich in einen Rettich, wenn du nicht sofort still bist. Oh nein. Die Puppen, sie... nein, bitte. Bitte tu es nicht. Ich bin nur ein einfacher Vogelfänger. Woher sollte ich das wissen? Ich mache doch nur Spaß. Ich kann niemanden in einen Rettich verwandeln. Ich kann überhaupt nichts mehr verwandeln. Aber du bist eine Fee? Ja, warum? Ja, wir brauchen deine Hilfe. Kannst du vielleicht mit mir mitkommen in die Stadt? Und ich hätte da was zu erledigen für dich. Willst du mich begleiten? Wieso? Willst du mir deine Welt zeigen, wo überall Menschen sind? Ja. Und Dächer aus Holztafeln? Genau, die kann ich dir zeigen. Oh, wunderbar. Aber nein, ich kann doch gar nicht fort. Ich muss hier beim Feentor bleiben. Beim Feentor? Ist das das Feentor? Führt es in deine Welt? Nicht mehr. Es ist verschlossen. Was hält dich denn da noch hier? Wieso kannst du nicht einfach mitkommen? Wenn ich weggehe, werde ich krank. In dieser Welt hält mich nur die Magie des Feentors am Leben. Warum das? Es ist meine Quelle. Ohne ihr Zauberwasser vertrocknet meine Seele. Wie eine Pflanze. Kannst du nicht einfach was von dem Wasser mitnehmen? Könntest du nicht einen Teil der Magie mitnehmen? Wie das? Lass mich überlegen. Und das Tor führt in das Feenreich, oder wie ist das? Bist du aus dem Feenreich gekommen? Ja. Und ich kehre hoffentlich nie wieder dorthin zurück. Wieso? Es ist doch deine Heimat. Wieso willst du nicht mehr in deine Heimat? Es ist einfach so. Schon gut. Jeder hat seine Geheimnisse. Also gut, lass uns mal... bin gleich zurück. ...herausfinden... ob wir vielleicht irgendwie ein bisschen was von dem Wasser mitnehmen können. Haben wir irgendwas dabei, wo wir Wasser drin speichern können? Nee. Was haben wir denn? Können wir vielleicht irgendwie... da könnte man vielleicht Wasser reinstopfen, aber das können wir nicht auswählen. Tja. Hier sind Lederbänder. Das wäre ja schon mal Anfang. Darf ich mir eines von den Bändern ausleihen? Nicht die. Damit wollte ich... nein, was wollte ich denn damit? Ich schenke sie dir. Okay, wir haben ein Lederband. Lass uns mal das Feentor ansehen. Auf keinen Fall klettere ich da hoch. Alles Mögliche könnte geschehen, wenn ich dieses Tor berühre. Es ist übrigens sehr komisch. Guck mal hier. Hier ist so was Rundes, was aufgebrochen ist. Das sieht ein bisschen aus wie ein Ei. Hier oben, das ist so ein bisschen eierförmig, als ob es aufgebrochen wäre. Hier oben ist auch die Kuppel sozusagen. Das sieht eigentlich aus wie ein großes Maul oder wie eine Muschel. Guck mal, hier oben ist der Deckel. Hier unten ist der...
Und das ist die Perle in der Mitte. Eigentlich sieht es aus wie so eine riesige Muschel. Aber vielleicht können wir mit den Alraunen mal reden. Los, sag ihnen guten Tag. Was? Na los. Hallo Hinkel und Finkel und wie ihr alle heißt. Können die uns vielleicht... Ja, was können wir denn hier noch mitnehmen? Vielleicht können wir uns hier durch das Gebüsch durchschlagen. Das sieht aber nicht so aus. Die Grafik da hinten sieht nicht aus, ob wir da weitergehen. Na, vielleicht doch hier so. Aber wir können ja erstmal hier oben gucken, ob wir da vielleicht was vergessen haben. Es macht ja auch einen schlechten Eindruck, dass wir den Igel gefangen haben, oder? Ich würde sagen, ja, guck mal, den können wir auch freilassen. Wir lassen mal erstmal die Igel frei. Raus mit dir. Ah, die Schnecke hat sich versteckt. Oh. Nein, sie hat sich nicht versteckt. Der Igel hat sie ja rausgefressen. Aber das ist doch ein tolles Gefäß, wo wir Wasser rein tun können. Können wir vielleicht das Lederband an das Schneckenhaus bringen? Mal sehen, wohin mich das führt. Okay. Jetzt können wir doch das Wasser aus dem Brunnen in das Schneckenhaus füllen. Das Schneckenhaus wäre ein praktisches Gefäß. Wenn das Wasser der Quelle magisch ist, kann Nuri es darin mitnehmen. Aber ohne dieses Zaubertor zu berühren, komme ich nicht ran. Okay. Können wir vielleicht die Nietennuss auch darauf anwenden? Interessant. Die Eiche verschließt das Schneckenhaus wie ein Pfropfen. Aber solange das Haus leer ist, macht das keinen Sinn. Ja, das stimmt schon. Das ist mir nur gerade eingefallen. Gut, da hätten wir also schon mal etwas, was das Ding verschließen kann. Aber wie können wir das denn befüllen? Ich weiß es. Der Gehstock war ja schon mal eine große Hilfe, um an etwas heranzukommen. Die Krabbenpuhle aus Nostria würden mich zwar dafür auslachen, aber es ist eine Angel. Wusste ich doch, dass es geht. Auch wenn ich das jetzt gerade nicht erzählen konnte. So, Feentor. Vielleicht können wir mit der Angel jetzt so ein bisschen Wasser da rausfischen. Was machst du da? Gut. Aber womit verschließe ich das Haus jetzt? Naja, das haben wir ja zufällig gerade eben rausgefunden. Wir machen die Nuss da rein. Interessant. Die Eiche verschließt das Schneckenhaus wie ein Pfropfen. Jetzt noch das Band darum, dann kann die Fee nichts mehr verschütten. So, dann geben wir doch der Fee einfach mal die Schnecke. Schau, was ich dir gebastelt habe. Du hast Jorka die Schnecke an ein Lederband gebunden? Oh, Scheiße. Nein, schau. Das Schneckenhaus ist mit dem Quellwasser vom Feentor gefüllt. Jetzt kannst du mich begleiten. Wirklich? Versuch es. Bestens. Dann los. Du musst mir alles zeigen. Wohin gehen wir als erstes? Wir müssen nach Andergast. Ist das deine Heimat? Das kann man so sagen. Wo lang? Hier lang. Warte. So, dann lasst uns mal die Stasche sitzen, ein Vogel. Schau, Geron, ein prächtiger Vogel. Die Plage wird immer schlimmer. Komm, dort ist das Stadttor. Ich will ihm nur guten Tag sagen. Diesem zerzausten schwarzen Hexentier? Sagt der hässliche, bleiche Schweinefresser. Guten Tag, Rabe. Ich rate euch, meidet die Stadt.
Was sagt er da? Zwei finstere Gestalten sind durch die Tore geschlichen. Sie suchen deine Feenfreundin. Wer sagt, dass sie eine Fee ist? Ich bin eine Fee. Sie lügt. Wieso kannst du überhaupt sprechen? Und woher weißt du das alles? Ich beging einst einen großen Fehler. Daraufhin straften mich die Götter mit dem Geist eines Menschen. Vögel begehen keine Fehler. Vögel machen einfach, was sie eben so machen. Du meinst, wie die Krähen in dieser Stadt? Warum erzählst du uns nicht etwas Lustiges? Bleib weg von ihm, Nuri. Etwas stimmt hier nicht. Aber alle Tiere können sprechen, Geron. Unwichtig. Komm, bei mir und Gwendling bist du sicher. Wieso ist die Tür offen? Hier wohnst du? Etwas stimmt hier nicht. Wie das hier aussieht. Ist das Blut? Bei den Göttern. Jemand ist hier. Die Fee. Ich muss sie verstecken. Oh. Ich glaube, hier ist was passiert. Da war wohl jemand und hat jemand hier runtergeschliffen oder so. Hä? Irgendwas ist hier runtergelaufen, was voller Blut war und getropft hat. Können wir hier irgendwas finden? Wir müssen Nuri verstecken. Lass uns hinaufgehen. Nein, da oben ist gerade nicht aufgeräumt. Verstecken Sie mal hier hinten im Kabuff. Nuri, schau mal. Hier ist es spannend. Ist das eine Höhle? Ja, warte so lange drin, bis du ein helles Licht siehst. Wer ist denn hier? Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Aber Geron nennt mich Nuri. Ich muss endlich wissen, was hier passiert. Ja, und das werden wir wahrscheinlich herausfinden, wenn wir nach oben gehen. Aber ich glaube nicht, dass wir das noch in der heutigen Folge machen sollten. Schaut morgen wieder zu. Dann werden wir nach oben gehen und dann werden wir versuchen herauszufinden, was hier passiert ist. Bis dahin sage ich euch erstmal Tschüss, macht's gut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.